Jugendliche aus Frankfurt setzen sich auf der Bühne der Jugendkulturkirche St. Peter mit dem Schicksal von Flüchtlingen auseinander. Für Frankfurts neue Kulturdezernentin Ina Hartwig ein Vorzeigeprojekt. Kulturelle Teilhabe und dadurch bessere Bildungschancen, unabhängig von der Herkunft zu ermöglichen, ist für sie angesichts der aktuellen Situation im Land wichtiger denn je. Die ganze leidige Diskussion um die deutsche Identität wird ja täglich verhandelt. Und da sind wir auch gefragt. Also wir müssen uns auch aktiv daran beteiligen. Also das Jugendfestival, von dem ich gerade komme, ist natürlich auch eine Aufforderung an uns, uns zu öffnen und zu schauen, wer gehört jetzt zur deutschen Gesellschaft dazu. Es ist für uns auch eine Chance und vielleicht auch eine Schwierigkeit, bisweilen eine Herausforderung, sagen wir. Wir schaffen das. Angela Merkels viel zitierter Ausspruch sollte gerade für die Main-Metropole mit ihrer jahrhundertelangen Tradition als internationalem Handels- und Messezentrum in besonderer Weise gelten. Frankfurt ist vielleicht doch dann auch sehr gut vorbereitet auf die jetzige Situation, weil man es gewohnt ist, dass Fremde in die Stadt kommen, dass hier Fremde Handel treiben, dass sie wieder abreisen. Das ist einfach in Frankfurt, das gehört dazu, zur Frankfurter Identität. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt an dieser Stadt. Kultur für alle. Den Anspruch ihres berühmten Vorvorgängers Hilmar Hoffmann rückte Hartwig bereits bei ihrer Antrittspressekonferenz Mitte Juli im Rittersaal des Deutschordenshauses in den Mittelpunkt. In Anlehnung an die 70er Jahre will sie nicht nur die diskursive Kultur in der Stadt wieder stärken, sondern vor allem auch diese zentrale Forderung der SPD zeitgemäß neu interpretieren. Die Herkunft ist Zufall. Ich selbst habe Glück gehabt, aber dieses Glück hat nicht jeder. Und die eigene privilegierte Situation bringt auch eine gewisse Verpflichtung mit sich. Das ist einfach der sozialdemokratische Ansatz, zu sagen, jeder soll die gleiche Chance bekommen. Mit der Übernahme des Kulturdezernates begab sich die Quereinsteigerin auf ungewohntes Terrain. Ich habe mir das sehr gründlich überlegt. Denn ich war eigentlich gern Kritikerin. Auch gerade die letzten Jahre, wo ich frei war, waren sehr schön. Ja, und dann habe ich aber gedacht, man lebt nur einmal. Und ich nehme die Gelegenheit jetzt wahr und die Chance wahr und ja, und macht es. Zuletzt verbrachte sie im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes ein Jahr in Berlin, wo sie bereits den neuen Städeldirektor Philipp Demand kennenlernen konnte und in der Ferne immer wieder auf das hohe Ansehen der kulturellen Leuchttürme Frankfurts angesprochen wurde. Frankfurt strahlt eben auch über die Stadtgrenzen hinaus. Das ist toll und großartig und erhaltenswert. Aber Frankfurt hat eben auch nach innen hin eine unglaubliche Dynamik bis in die Stadtteile hinein. Hoch- und Breitenkultur nicht gegeneinander auszuspielen. Diesem Vorsatz will Ina Hartwig auf jeden Fall treu bleiben.